Servus und herzlich willkommen zur Formel 1 2021 MyTeam-Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix der Niederlande und gehen als erstes hier auf die Aktivitäten ein. Wir haben auch nur 2 Tage Zeit, bis es losgeht. Das heißt, es wird nicht viel passieren können. Wir können dann Training für den zweiten Fahrer machen, konzentrationssteigernd. Hier Fahreranerkennung für uns, Chassis-Teamaufbau oder die Konferenz zur Marketingstrategie, was Teamanerkennung gibt. Ja, tatsächlich würde ich hier den Chassis-Teamaufbau machen, weil wir da in einem Tag hoffentlich ein Upgrade bekommen und in 2 Tagen das nächste. Heute, also morgen und übermorgen, noch vor dem Rennen in Sandford, sollen die beiden Upgrades kommen. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, und es ist auch dringend nötig, denn wir sind immer noch natürlich, es ist ja seitdem nichts passiert, seitdem wir sind ganz, ganz hinten und ja, können hoffentlich durch die Upgrades, die hoffentlich erfolgreich sind, einen Schritt nach vorne machen. Jetzt kommt noch ein relativ gutes Ereignis für uns. Wir können entweder die Aufmerksamkeit oder die Rennkunst von Ludgard pushen. Und ja, ich habe leider schon wieder nicht im Kopf, was bei ihm besser war. Aber ich glaube, Aufmerksamkeit war ganz in Ordnung. Wir machen mal die Rennkunst und lehnen deshalb das Yoga ab. Ja, genau. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Die Aufmerksamkeit ist bei ihm schon ganz gut. Rennkunst jetzt ein bisschen höher. Die Konzentration immer noch nur auf 70, obwohl er relativ gut war jetzt in den letzten 1-2 Rennen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn ja, nach dem Rennen in Sandford ist erstmal Saisonhälfte. Und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir Lundgaard ja, weiter den Platz anbieten wollen oder ob wir da vielleicht noch auf dem Fahrermarkt tätig werden. Jetzt drücken wir erstmal die Daumen, dass die beiden Teile der Chassisabteilung ankommen. Grün und... Ah, schade, rot. Heute ist immerhin eins. Ja, immerhin das große Teil ist angekommen. Deshalb sind wir jetzt an Williams vorbei für das Rennen. Aber leider, leider ist hier die Energiespeicherzellenpositionierung fehlgeschlagen. Wir haben 513 Ressourcenpunkte. Die Frage ist, ob wir da direkt was anderes machen sollen. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sollten einfach hier das entwickeln, dass wir es auch schnell bekommen werden. Ja, bevor wir jetzt dann nach Sandford gehen, müssen wir auf jeden Fall die Schwierigkeit noch ein bisschen nach unten stellen. In Spa waren wir überraschend gut mit einer 100er ja, Einstellung hier bei der Schwierigkeitsstufe. Aber ich habe auch schon gelesen, dass Sandford richtig schwer ist, weil da gerade auch in dem schnellen Abschnitt die anderen oder die KI im Allgemeinen super schnell ist. Da kann keiner so schnell fahren. Von daher sollten wir auf 96, vielleicht auf 95 gehen. Aber jetzt probieren wir es erstmal mit dem 96. Das sind wir jetzt ja schon gewohnt, auch aus den vorigen Rennen. Und die erste Rücktrittserklärung. Fernando Alonso fährt nur eine Saison bei Alpine und hört dann schon auf. Das ist natürlich eine Überraschung, aber gut. Ja, ist die Frage, ist es so überraschend? Wobei im echten Leben, also man muss sagen, ich glaube, der will schon noch ein paar Jährchen fahren. 1, 2 Jährchen, 2, 3 vielleicht. Der ist auf jeden Fall noch jung geblieben. Schade, dass er jetzt hier schon Alpine verlässt. Ich bin mal gespannt, wer ihn dann ersetzen wird. Aber gut, es wird auf jeden Fall die letzte Saison sein für den zweifachen Weltmeister Alonso. Und damit herzlich willkommen in den Dünen von Sandford im Qualifying. Das Training lief halb gut, halb schlecht. Wir haben das, wir haben 2 der 3 Programme haben wir geschafft. Das dritte leider nicht. Es ist also echt nicht einfach hier in Sandford. Aber jetzt gucken wir mal, wie wir im Qualifying abschneiden werden. Ich versuche gleich in der ersten Runde eine gute Zeit zu setzen. Okay, absolute Katastrophe. 1.11.5 sind wir gefahren. 1.9.8 hätten wir gebraucht, um in Q2 zu kommen. Und Lundgaard fährt fast eine Sekunde schneller als wir. Und unsere Runde war nicht schlecht. Also die KI ist hier wirklich super stark. Also auch im Vergleich zu den anderen Strecken einfach zu. Deshalb müssen wir unbedingt vor dem Rennen die KI-Schwierigkeit umstellen, weil sonst wird es kein lustiges Rennen werden. Ja, ich hoffe, ich werde das Menü nicht verpassen. Ja, bevor es jetzt dann gleich in das Rennintro gehen wird, können wir noch ein paar Ressourcenpunkte nutzen. Wir haben nämlich nach dem Training 800 Stück und sollten bei der Chassisabteilung direkt weitermachen, weil wir da einfach so unterlegen sind. Und das Einzige, was wir hier machen können, auch wenn wir keinen Rabatt haben hier, das sind die Rolldämpfer. 36% Fehlschlagsrate, das ist ganz gut, da wir eine Ausfallwahrscheinlichkeit Verkürzung um 4% haben und auch eine 8% kürzere Bauzeit. Also legen wir direkt los und hoffen, dass wir da endlich dann mal so ein bisschen näher kommen an die anderen Teams. It's all about how you were with my parents. You ever changed their minds? 'Cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings. How could these feelings
Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Norris, Ricciardo, Charles Leclerc und Verstappen. Perez, Sainz, Vettel und Lance Stroll. Gasly, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda und Ocon. Mick Schumacher, Giovinazzi, Kimi Räikkönen und George Russell. Mazepin, Lundgaard, Ali und Nicola Latifi. Ja, wir haben gerade die Startaufstellung gesehen. Es gibt mal wieder keine große Überraschung. Die Mercedes sind stark, die McLaren auch und die Red Bull weniger. Und ansonsten ist die Aufstellung immer relativ straightforward, ähnlich wie in den letzten paar Rennen. Wir gehen sogar von Platz 21 ins Rennen, nachdem Latifi noch eine Grip-Rückversetzung hatte. Da muss man mal gucken, was unsere beste Strategie hier ist. Denn es soll mal wieder regnen, auch jetzt hier in Sandford. Soll es am Rennende dann zum Regnen kommen. Ich bin mal gespannt. In Spa war das ja ein ganz schönes Chaos. In Silverstone war es auch nicht so geil, muss man sagen. Und hier müssen wir jetzt mal schauen. Auf jeden Fall ist die 1-Stop hier die dominante Strategie. Das ist völlig klar. Das Team hat uns entweder Soft-Hard oder Medium-Hard vorgeschlagen. Und ich habe jetzt hier noch umgedreht auf Hard-Soft. Einfach auch hier, um wieder die Möglichkeit warm zu halten, vielleicht einfach nur einen Stop machen zu müssen, wenn es zum Regnen kommt, dass wir dann von den Harten direkt auf Intermediates gehen. Aber mal gucken, wie das dann so wird. Auf jeden Fall sollten wir dann relativ frische Reifen haben, wenn es anfängt zu tröpfeln. Und von daher denke ich, ist es die beste Strategie, wenn wir auf den harten, schlechten Reifen starten, so lange wie möglich fahren und dann fürs Rennende noch auf die weichen Reifen wechseln. So, wir nehmen jetzt unsere Startposition ein. Tatsächlich ist das ganze Feld auf harten Reifen, außer Lundgaard, der ist auf Mediums und natürlich die Top 10 auf Softreifen. Wir waren also nicht die Einzigen mit der Idee. Los geht der Grand Prix von den Niederlanden. Kommen wir gut weg hier hinten, alle mit den schlechteren harten Reifen. Oh, die Ampel ganz kurz auf Rot nur. Da war meine Reaktionszeit überhaupt nicht gut. Da verlieren wir ganz schön viel Boden auf die Leute vor uns. Gegen Latifi wollen wir uns aber verteidigen. Ja, das wird schwierig. Und dann müssen wir jetzt erstmal von ganz hinten schauen, was möglich ist. Zumal ich habe leider vergessen, nach der Schwierigkeitsstufe zu gucken. Das heißt, wir sind jetzt hier mit Schwierigkeitsstufe 96 unterwegs, während wir hier mit dem Cutback nochmal an Latifi vorbeikommen. Wir kommen hier super gut aus der letzten Kurve raus. Da ist die KI irgendwie schwächer als wir sind. Russell geht nach innen, wir gehen nach außen, versuchen hier an ihm vorbeizukommen. Nice work, that brings you up a place. Oh, da gibt's den Kontakt. Leichte Kontakt mit Russell. Oh, und jetzt fast die Kollision. Ja, schauen wir es uns nochmal an. Ich glaube, da wollte ich zu viel. Ich habe ihm zu wenig Platz gelassen. Und dann kam es zu dem Kontakt hier innen. Ja, er musste dann nach links ziehen, sonst wäre er hier ganz unglücklich über den Randstein gekommen. Also gut, es war schon noch ein bisschen mehr Platz, aber es war einfach nicht gut gemacht, muss man sagen. Wir hätten da außen mehr Platz gehabt. Sind jetzt zu sehr nach innen eingelenkt. Ja, das ist echt blöd. Aber nachdem die KI-Stufe ja sowieso irgendwie falsch eingestellt ist für uns und für das Rennen, wird das sowieso ein schwieriges Rennen. Das heißt, wir werden dann gleich wohl in die Box kommen müssen, einen neuen Frontflügel abholen und dann von hinten hoffen, dass irgendwas Krasses noch passiert. So, nachdem wir jetzt alle haben ziehen lassen müssen wegen unseres Frontflügelschadens, gehen wir jetzt an die Box. Wir müssen also einen Stop mehr machen als die anderen. Boah, das war ziemlich knapp, würde ich sagen. Vielleicht haben wir da sogar eine Strafe bekommen. Nee, gerade so nicht. Das war sehr knapp. Ja, jedenfalls versuchen wir es jetzt mit Medium-Medium-Reifen so durchs Rennen zu kommen. Mal schauen, wie unsere Pace sein wird, aber ich habe keine große Hoffnung. Es dauert ewig hier der Frontflügelwechsel. 8,6 Sekunden Standzeit. Ja, der Abstand zu Latifi jetzt über 24 Sekunden. Mal schauen, wie sich dieser so entwickelt. Aber das Auto fühlt sich richtig schwerfällig und langsam an. Wir kommen überhaupt nicht gut durch die Kurven durch. Auch jetzt mit Medium-Reifen kaum besser als gerade beim Start mit den Harten. Wenige Runden später sind wir schon bei 27 Sekunden Rückstand auf Latifi. Es wird nicht besser, sondern eher schlechter, egal was wir machen. Es ist einfach ein super schwieriges Rennen. Ich habe keine Chance, da irgendwie
was zu machen. Es fühlt sich an, als ob das Auto gar nicht einlenkt. Es ist wirklich super langsam hier. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Problem, nämlich hier die Steuerelektronik. Man sieht es rechts unten. Ist auch schon sehr abgenutzt. Da habe ich vor dem Rennen leider nicht geschaltet, dass wir da vielleicht nochmal diesen Austausch-Move hätten machen können, wenn wir eh schon ganz hinten stehen. Ja, das ist alles leider nicht so gut und wenn nichts Großes passiert, werden wir uns wahrscheinlich in einigen Runden wiedersehen, wenn ich mal einen Zwischenstand gebe und der wird nicht allzu gut sein. That was a heck of an impact. Let me know you're okay. Ja, und jetzt ist es mir auch noch passiert. Das war keine Absicht, aber ich bin hier die ganze Zeit nur vom Gas gegangen wegen irgendwelchen Überrundungen. Die Reifen sind nach 10 Runden jetzt auch schon wieder 35% abgelutzt. Also läuft überhaupt nicht gut, muss man sagen. Es fährt sich nicht gut und wir waren 40 Sekunden hinter Latifi. Also das ist unglaublich. Klar sind wir auch hin und wieder dann 2-3 Sekunden vom Gas gegangen, weil die Überrundungen kamen, 8 oder 9 an der Zahl, aber dann ist es am Ende halt doch noch passiert. Wir schauen es uns nochmal an. Ja, ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass es passiert ist. Super schwach raus, beschleunigt, zu früh aufs Gas gekommen und dann das Auto verloren. Führt wahrscheinlich zu einer Safety-Car-Phase, aber ja. Was soll ich sagen? Es war einfach nur ein schlechtes Rennen und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Was für ein grandioses Rennen und was für ein fabelhafter Sieg hier beim Großen Preis der Niederlande. I just wanna rise to the top, yeah, I just wanna go reach the peak, so I've been really well focused on success, hey, y'all won't see, yeah, you won't see that I will get it, cause I'm really focused, man, I make it with the rap, and I just follow my path, I just follow my passion, to me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single verse, man, I just gotta go and kill it, man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain, man. Ja, schauen wir uns noch das Rennergebnis an, nach diesem katastrophalen Rennen für uns. Hamilton gewinnt, Verstappen wird Zweiter und Ricciardo fährt schon wieder aufs Podium im McLaren, unglaublich. Norris rutscht da runter, weil er hat eine 2-Stop gefahren, genauso wie Perez. Die sind nur auf Rang 5 und 6 ins Ziel gekommen. Starker 4. und 7. Platz auch für Leclerc und Sainz im Ferrari. Beide Aston Martin wieder in den Punkten, Vettel und Stroll auf 8 und 9 und Gasly schnappt sich den letzten Platz in den Punkten, also den 10. Und ja, Bottas ist ausgeschieden, daher ist er da vorne nicht mehr dabei gewesen. Ich weiß auch nicht, was mit ihm passiert ist. Der Pole-Setter hat das Rennen auch angeführt, auf jeden Fall, als er uns überrundet hatte. Ja, ansonsten keine Punkte für Alpine. Schumacher der Beste der Underdogs mal wieder. Also der zeigt im Haas immer wieder Wunder, muss man sagen, auf Rang 14. Dann Giovinazzi und Räikkönen, Russell, Mazepin, Latifi am Ende schneller als Lundgaard. Dem seine beste Zeit ist auch mit Abstand langsamer als die der anderen und unsere dann natürlich nochmal langsamer. Also es war einfach nur katastrophal für uns, dieses Rennen. In der Fahrerrangliste gibt es nur ein paar kleinere Verschiebungen. Leclerc kämpft mit Perez und erobert jetzt den 5. Platz, ist jetzt 2 Punkte vor ihm. Und Gasly verliert den 10. Platz, den 9. Platz an Vettel, der hat jetzt 3 Punkte mehr auf dem Konto. Bei den Konstrukteuren gibt es wiederum keine Verschiebung. McLaren und Red Bull sind nah beieinander, aber Mercedes eigentlich schon fast über alle Berge, muss man sagen. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.